Das ist nun das weltberühmte Hoffmannsche Atelier aus Kirchheim-Teck. Deshalb weltberühmt, weil hier die ersten Bilder von Hermann Hesse gemacht wurden mit seinen Tübinger und Kirchheimer Freunden, dem Petit Cenacle. Dieses Atelier stand im Garten des Kirchheimer Fotografen Hoffmann und da drin sind die einzigen Jugendbilder von Hermann Hesse gemacht worden. Wegen einem Dachschaden ist das Atelier aber nicht zugänglich. Fotografiert hat man damals vorzugsweise mit Tageslicht, den Blitzen ging nur mit Dynamit und das war gefährlich. Deshalb hat man so viel wie möglich Glas angebracht und das musste man natürlich stückeln, weil es keine großen Scheiben gab. Und auch das Dach war auf die gleiche Art und Weise gestückelt. Jetzt werfen wir noch einen Blick durch die Scheibe. Hesse war ja auch so ein Morgenlandfahrer, wie er selber sagt. Das sind Leute, die mit dem, was wir hier haben, nicht zufrieden sind, mit dem Materialismus, die sich am Orient orientieren. Mhm. Ja? Und Hesse hat das ja kultiviert und ist auch deshalb als Schriftsteller so erfolgreich und umstritten gewesen, weil er diesen Weg nach innen gesucht und gefunden hat. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass seine Eltern Indien-Missionare waren, dass er von daher Informationen hatte, die andere Menschen nicht hatten. Nun kam er nach Kirchheim, hat sich dort verliebt und von daher war Kirchheim für ihn ein Leben lang etwas ganz Besonderes. Und das, was für die Kirchheimer alltäglich ist, wo sie das überhaupt nicht merken, das hat er als das Besondere erkannt, nämlich die Kastanienbäume. Deshalb nannte er Kirchheim die Kastanienstadt und einer seiner Essays heißt auch die Kastanienstadt und die habe ich vertont. Und es ist ganz eigenartig, dass diese Dinge bei ihm in andere Werke eingegangen sind. In der Lulu zum Beispiel heißt die Quelle, aus der die Kreativität kommt, die heißt Ask. Die Quelle Ask, das ist eine Umstellung von Kastanie Ask. Im Glasperlenspiel, seinem berühmtesten und tiefsinnigsten Werk, ist der Ort, an dem das Glasperlenspiel praktiziert wird und gelehrt wird, praktisch ein Kloster oder eine Universität für das universale Kunstspiel, heißt Kastalien. Da ist gerade mal ein L statt ein N. Ich will und will ich mit Rosen schmücken.
Sind von Ludwig Fink, das war der Kirchheimer Freund von Hermann Hesse, der damals in Tübingen studiert hat und ihn hier eine Woche besucht hat, drüben im Schloss untergekommen ist und da war die Lulu Bedienung. Und das Petit Cenacle waren die sechs Freunde, die alle gedichtet haben oder wollten und alle sechs hatten keinen Sex. Dann haben sie mal der Lulu alle hintereinander ihre Gedichte vorgetragen. Und eines davon war O Brünnlein unterm Laube vom Ludwig Fink. Dämmert hat, dass Lulu keine von dieser Erde ist, weil er sie nicht bekommen hat, hat er dann ein Stück geschrieben, das heißt, die Fürstin heißt Elisabeth. Thank you.
Nachdem das Mädchen sich die ganze Gedichte von ihren 6 Verehrern angehört hat, ist sie am nächsten Morgen in der Kneipe gestanden, hat Gläser gespült und hat eine ganze Seite lang ihr Herz ausgeschüttet. Das ist ein Prosatext, aus dem ich dann ein Gedicht gemacht habe und das die Lulu da singt. Mein Herz, es wundert sich. Am Alt Georgina Grunenberg. Ja, ich habe mich extra rasiert. War Hesse auch Musiker? Hesse hat Geige gespielt, er hat Bach verehrt, er hat Beethoven und Mozart verehrt.
Er hat mit Komponisten zusammengearbeitet, war mit ihnen befreundet. Also er hat sich sehr, sehr stark für Musik interessiert. Ja. Georg, ich danke dir für dieses interessante Gespräch. Da, wo Sprache aufhört, da fängt deine Musik an. Ja. Vielen Dank. Gern. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist bekannt, dass in der Literatur das Röslein immer als Synonym sozusagen steht für das Schößlein der Röslein. Und so kann man davon ausgehen, dass Johann Wolfgang von Goethe, als er das Heide-Röslein gedichtet hatte, durchaus auch Erotisches im Schilde führte. Nun haben wir ein Manuskript entdeckt, das zwar nicht in der Handschrift von Goethe uns überkommen ist, aber das trotzdem ein ganz anderes Licht auf dieses Gedicht wirft. Sah ein Knab das Röslein stehen im Hösleinspalt der Scheide. Wuchs sein Stab, fand's Schößlein schön, wollte an das Döslein gehen. Wollt sie stechen, Röslein schön, aber es war die Heide. Fand der Knab die Heide süß, besonders süß, die Scheide. Schenkt ihr Ringlein das und dies, ließ ihn zappeln, oh wie fies. Er, kein Heide, fand das mies, sie nahm nur's Geschmeide. Fand der Knab, dies sei zu viel für der Heidescheide. Warum kam er gar nicht zum Ziel, warum verdauten sie das Spiel? Folgt ihr, findt sie ohne Hüll, das Röslein auf der Heide.